Mach ich die kaputt, Junge! Daran hast du gar nicht gedacht. Null. Will. Ich hab Angst, Alter. Oh Gott. Ich hab nichts. Oh, mega. Eine der härtesten Nächte, die ich je hatte. In einer Zeit, in der die Welt Kopf stand, gab es einen Mann auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Sicherheit. Einen Mann, getrieben von Hoffnung und Wahnsinn. Geht gut? Er wagte, was unmöglich schien. Er wollte errichten, was andere kauften. Kann man einen Bunker selber bauen? Jeder schnappt sich ein Gerät und dann geht's los. Wut, Enttäuschung und Frust sollten ab da sein ständiger Begleiter sein. Ordnungsamt. Das ist schlecht. Die Bodenplatte ist so klein, die hält nicht. Hilft nichts, wir müssen halt das komplette Ding runterreißen. Doch seine Apostel und das Volk blieben standhaft an seiner Seite. Ein Mann, 365 Tage und ein Traum. Auf 12 Quadratmetern unter der Erde eingesperrt zu sein. Freunde, dieses Video wird gesponsert von Magic the Gathering. Wir haben hier für uns am Lagerfeuer das Kartenspielen wiederentdeckt. Magic hat uns eine Kiste zukommen lassen, denn die haben eine neue Erweiterung. Und zwar das Thema Abenteuer und Erkundung. Der Name der Erweiterung lautet Zendikars Erneuerung. Wer Magic nicht kennt, hier mal ein paar schnelle Fakten. Magic ist ein Trading Card Game, ein Sammelkartenspiel, angesiedelt in einer Fantasy-Welt. Magic-Karten kann man sammeln und benutzen, um sich mit Freunden oder auf Turnieren zu duellieren. Die Jungs und Mädels von Magic haben sich nicht lumpen lassen, haben mir ein ultra geiles Paket zukommen lassen. Zum Beispiel ist hier drin so eine Wasserflasche mit einem Filter drin. Kannst unterwegs einfach Wasser reinfüllen und sofort trinken. Geil. Worauf es natürlich wirklich ankommt, sind natürlich die Boosterboxen. Und die machen wir jetzt mal auf. Jawohl, hier haben wir eine Panzerschirmung. Kann ich wunderbar für meinen Bunker gebrauchen. Sharrix, die tobende Insel. Geisteskrank. 017 bedeutet zwar keine Angriffskraft, aber 17 bedeutet, den kriegt keiner kaputt. Legendäre Kreatur, Leviathan, Krabbe. Oh. Hier sind natürlich noch ein paar mehr Karten, aber die werde ich mir ganz in Ruhe angucken. Dann mache ich mir ein geiles Deck fertig und dann wird gefightet. Wenn ihr jetzt auch Bock auf Magic und die neue Erweiterung bekommen habt, dann geht auf den ersten Link in der Beschreibung und gönnt euch die neuen Karten. Und wenn du keine Langeweile willst, dann nimm dir einfach Magic mit. Denn hier hast du die Möglichkeit. Probier's aus. Attacke! Bist du bereit? Ladung kommt. Selbstversuch. 24 Stunden im Bunker beginnt genau jetzt. Alter, was eine Konstruktion. Ich geh kaputt, Junge. Die ersten Schritte im Bunker, Freunde, sind, genau, Leiter nach oben, damit wir uns hier Raum schaffen. Fritz macht jetzt mal kurz die Kamera mal. Was ist natürlich noch viel wichtiger? Das Allerwichtigste. Das ist ein magischer Moment, Leute. Jetzt laufen 24 Stunden. Ich freue mich drauf. Bevor die 24 Stunden nicht um sind, gehen wir hier nicht raus. Natürlich geht es hier heute darum, um eine Testphase zu machen, um zu gucken, alle Probleme, die so auftreten. Das Ding ist ja frisch versiegelt quasi. Ja, es ist der erste Test. Richtig. Und wie kommt man klar, was? Vielleicht braucht man auch noch richtig irgendwas. Und das finden wir heute gemeinsam raus. Nehmen euch natürlich mit. Schritt 1. Bestandsaufnahme, oder? Ganz kurz, ein paar Werte. Ganz wichtig, Schritt 1, die Werte zu überprüfen, ist schon mal der erste Punkt. Wir fangen einfach hier drüben an und starten mit den Werten der Luftfeuchtigkeit hier drin. Wir sind bei 76%. Nächster Wert, wir haben gerade 18 Grad. Ich bin gespannt, wie die Werte sich verändern. Das nächste Ding ist Stromversorgung. Komm einmal her. Wir haben aktuell 12,6 auf beiden Batterien. Das ist die Spannung. Wir haben auch eine Spinne hier drin. Das ist auch schön. Guck mal da. Das ist Henry. Ich habe tatsächlich jetzt schon eine Idee für ein Update. Daran hast du gar nicht gedacht. Null. Mach mal Licht aus. So, jetzt ist es komplett aus. Außer der Counter, der läuft noch. Wir gehen in den Nachtmodus. Okay, was habe ich vergessen? Alter, mach mich nicht so fertig. Ja. Es ist stockduster. Wir erkennen hier quasi nichts drin. Und was ist in dem Bunker immer drin, wenn... Ach du Scheiße, was war das? Das ist gruselig. Wieso ist das der 24-Counter ist ausgegangen? Das läuft, ja. Ich hab hier keinen Wusst. Wie heißt es? Dieses Glow in the Dark. Die haben doch überall diese Notstreifen, diese Sachen, die leuchten. Ja, stimmt. Weil die saugen, orientieren. Genau, die saugen sich vor. Normalerweise hast du, glaube ich, immer auf einer gewissen Höhe an den Wänden.
eine komplette Linie drumherum. Damit du nicht irgendwo gegenrennst. Genau, und es gibt ja diese Farbe dafür, diese fluoreszierende Farbe. Und es gibt auch diese Bänder von der Bundeswehr, die wir uns teilweise hin eingenäht haben, damit man nichts sieht. Ja, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Ist mir gerade so, ich so, hä? Was machen wir, wenn den Strom ausfällt? Du siehst ja nichts. Bunker haben doch normalerweise immer diese Notsachen. Aber ganz ehrlich. Aber ist ein geiles Update, was wir noch machen können. Hast du vollkommen recht, gebe ich dir recht. Können wir auf jeden Fall machen. Also gerade sowas, um die Notlampe zu finden, macht es natürlich wirklich Sinn. So, machen wir die anderen auch wieder. Okay. Hier, die guten alten Bunker-Supporter, Freunde. Ha, alle mit am Start, alle mit drin. Alle mit dabei. Wir waren noch bei den Werten, richtig? Ja, Werte. Es gibt auch noch was, und das ist jetzt das ultra spannende Thema, finde ich, was immer nicht betitelt wird. Und zwar gehst du in diesen Bunker und denkst so, jo, yippie-ki-yay, hier läuft's halt richtig so, Party-Time, wir hauen uns alles rein und gut geht's. Falsch, weil der Punkt ist, du gehst ja hier nicht rein, um Völlerei zu betreiben, sondern tatsächlich geht es genau darum, zu sagen, und das machen wir gleich als allerersten Schritt, okay? Pass auf. Komm her. Ich habe mir hier unten zwei Trinkflaschen, weil du musst ja, wir haben ja das Wasser in den Kanistern, oder? Ja. Das hilft mir, ich kann dann da draußen saufen. So, der erste Schritt, wenn du in die Bunker reingehst, ist, du füllst ab. Denn alles, was du hier drinnen verbrauchst und benutzt, bleibt ja im Bunker. Untere, genau, klick. Und den Trichter bitte. Wichtigste Punkt ist, du brauchst eine Kelle, die da reinpasst. Oh nein, das ist aber so eine Survival-Martin-Lösung, oder? Jetzt fängt er mit der Kelle. Oh nein. Ja, lach nicht. Aber du brauchst ja auch ein. So, das war zu viel. Verdammt, jetzt sauge ich ja alles voll. Okay, die erste Flasche ist voll. Der sieht schon aus wie Sau nach 5 Minuten. Ja. Dein Liter für 24 Stunden. Hä? Das ist wichtig. Das ist genau der Punkt. Du hast. Ein Liter? Ja, wir gehen aufs Minimum runter. Und ich könnte rein theoretisch auch sagen, so, hier eine Dose, das ist quasi den Ration für den Besuch. Guck dich bitte mal hier um. Pass auf. So würde es aber Sinn machen. Ja, von der Theorie. Genau. Wir aber natürlich hier, wir müssen ja auch probieren. Wir müssen ja auch testen. Ja, genau. Deshalb, hier hast du mal den ersten Liter. Okay, danke. Wir haben natürlich ein bisschen mehr, also. Mein Plan tatsächlich war eigentlich sehr, sehr viel hier drin zu trinken, damit ich oft auf Toilette muss. Ach, wir haben echt so einen Pipi-Kanister? Da drüben, guckst du dir an, kannst einmal rüber, zeig den Leuten, das sind die Biohazard-Kanister, nur für Pipi. Ey, die mache ich voll. Wir haben zwei Stück, jeder ein, damit wir nicht unsere Nudeln in den gleichen Container halten müssen. Oh, und dann gehe ich hier schön. Nein, gehe ich hier schön so in die Hocke. Es gibt dafür auch nicht den. So, ja, so nee, mache ich den. Ey, na klar, guck doch mal. Oh, mega. Freunde! Sei mal kurz ruhig, es ist wieder soweit. Herr Meinige stellt eine Challenge. Wie bei der Rettungsinsel haben wir auch noch was offen. Werden wir gemeinsam, wenn dieses Video 1 Million Aufrufe erreicht, 24 Stunden zu viert in diesem Bunker verbringen? Hier sind nur drei Betten. Das ist der Gag. Vier Leute. Wir machen vier Leute 24 Stunden hier rein. So wie wir es noch mit der Rettungsinsel vorhaben. Wenn 1 Million Aufrufe erreicht wird. Rettungsinsel ist ja schon da. Ist auch schon in Planung, wir haben schon verschiedene Sachen durch, gewässermäßig, wir haben jetzt eine Überlegung, wo wir was machen können. Das ist in Arbeit, das ist nicht vergessen. Hallo, wo ist denn dieser Blöde? Wer baut denn sowas? Warum ist hier... Ich hab's noch nicht gesehen. Nach 15 Minuten die ersten psychischen Erscheinungen. Wenn wir das jetzt so voll mockt. Wir haben jetzt 15 Minuten geschafft. Freunde, Kameras? Ah, Überwachung? Boah, ganz wichtig. Hätten wir als erstes machen müssen. Ja. Außenüberwachung. Weil die Außenüberwachung ist dementsprechend wichtig. Stell dir vor, irgendeiner versucht da oben was auf die Klappe zu legen. Das ist die aktuelle Situation außerhalb des Bunkers. Ja. Das ist, da oben siehst du auch, es ist ein Live-Bild. Ja, krass Live-Bild. Ihr seht's, da sind wir ja rein. Und man sieht zum Beispiel auch von der Sonne, ne? Es ist halt immer noch ganz wieder tagsüber. Richtig. Aber ist schon krass, ne? Ein bisschen gruselig. Wir sind da drin. Ja. Das ist krass, wir sind da in dem Haufen. Warte, wollen wir ein Beweisding machen, dass wir nur die Klappe einmal so antippern? Ja, kannst ja machen. Pass auf. Ich mach meine Finger. Ja. Jetzt sieht man deine Finger, ja. Ist das geil. Sicherheit. Sicherheit ist aktiviert. Also wir haben unsere Couch aufgebaut. Ja, mach mal die Armlehne. Geil. Wir haben mittlerweile auch schon die erste Stunde auf jeden Fall rum. Und Martin hat auf jeden Fall eine Erkenntnis. Mir ist kalt. Die 18 steht hier und verändert sich nicht. Es bleibt 18 Grad die ganze Zeit. Ja klar, das Ding ist jetzt unter der Erde. Und mir ist kalt, ich habe kein Pullover bei. Ja, irgendwas würde ich jetzt mal gern essen wollen. Okay, ich gehe mal in mein Lager. Du hast irgendwas jetzt von irgendeinem Notfallbrot mit Gouda erzählt, was du testen wolltest. Ja. Oder irgendeinen kleinen Zitronenkuchen oder sowas. So, und? Das ist ja ultra viel. Und Käse. Bitte sehr. Gute Gouda. Okay, also hier ist Käse. Zwei Klopfer-Methode.
Alter! Was war denn das? Das hat ja irgendwie eine Bombe. Alter, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Hier. Jetzt ist das auch locker hier drin. Ich dachte, wir sterben, Alter. Da ist ein Angriff. Ey, guck mal. Das ist ein richtiges Brot. Oh, das riecht auch. Ah, das riecht geil. Also man merkt ja schon, aber man muss sich hier so ein bisschen organisieren. Oh, zu viert wird es natürlich dann auch lustig. Oh, ne? Hör auf mit der Vier-Nummer. Nee. Ja, das fühle ich überhaupt nicht gerade. Ist das so schon mal ausgepackt? Nee, das war, ich weiß auch gar nicht. Verstehe ich nicht. Hat nicht geklappt? Hallo, da oben, Grüße. Bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ultra fort trocken, ey. Ja, noch im ein bisschen schlotzig muss da irgendwie ja, noch ran, ja, ne? Ja, das muss schlotzig. Ah, und das fressen wir jetzt komplett auf. Ja. Damit wir dann hier einen schönen dicken Popoklops reinhauen. Hier, ha? Na. Na gut, geil. Genau. Ich probiere auch wie du erstmal so. Ja. Ja, keine Wucht. Bisschen trocken, aber. Ja. Mit ja. Diesem, muss man das mit diesem Glibber essen hier? Ja, das ist geil. Dick. Ja, kann man. Ist geil? Ja, klar. Ist halt schlotzig. Kommt auch dieses Feeling auf, wenn du so ein Fleisch. Ja, klar, ne? Natürlich. Mhm. Das ist hier halt nicht, ne? Boah. Aber ich find's geil. Also die kommen jetzt schon mit dem Truthahn noch geil. Sag ich ja. Was Schlotziges geht immer gut. Schön mit Käse. Guten Appetit. Ist ja schon, nee, oder? Muss noch ein bisschen. Deiner muss noch ziehen, aber mein Cappuccino ist fertig. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und das sind ja immer so Instant-Dinger. Ja, auf dem Supermarket. Das Schöne ist halt Pulverform, ein bisschen Wasser drauf und gutes Luzi. Vor allem, ich hab halt auch einen ganz guten Tee von Marlin bekommen, muss man mal sagen. Fenchel, Anis, Kümmel. Oh, ich bin krank, mach mir noch bitte einen Fencheltee. Oh, mein Magen. Da krieg ich direkt Durchfall hier gleich. Das wird stör hier schön. Der soll genau das Gegenteil bewirken, deshalb habe ich den doch hier drin. Oh, stell dir vor, hier kriegt einer Durchfall in den Ding, Alter. Das ist nicht gut, vor allem die ganze Zeit hier. Oh! Ich habe mir jetzt für Weihnachtskuchen entschieden. Da sieht man noch ein bisschen. Und dann, ne? Mhm. So Cappuccino. Ja. Gerade jetzt in dem Augenblick befinden wir uns auf der Zielgeraden zu 2 Stunden. Also Freunde, es ist mal passiert. Der Angriff war nicht von außen, sondern er war von innen. Er war aus meinem Darmtrakt, könnte man sagen. Damit gehe ich zurück ins Studio. Also wir hatten jetzt eine kleine Challenge uns überlegt. Und eine Idee. Zusätzlich läuft jetzt der sogenannte Furz-Counter. Richtig. Ja, wir starten ab jetzt. Ab jetzt, okay. Also mein erster zählt gar nicht. Nee, weil jetzt kam ja die Idee. Jeder hat schon mal hier ein, zwei rausgelassen. Okay, und wir merken, Stift liegt hier. Nach 3 Packungen Kuchen. Kuchen, ja, Truthahn, Brot und Käse. Es wird spannend. Was kriegt der Gewinner ab morgen, wer die meisten Stift? Ey, nein, der Gewinner. Ja! Darf dem Verlierer ins Gesicht furzen. Nein. Nichts? Was macht dich so sicher, dass du okay, gewinnst? Der muss in eine Flasche furzen und der andere muss so. Nein! Nicht, zählt ja eigentlich auch ein Schiss dazu? Nee. Also noch ein Kackauter machen. Kackauter? Pipi-Counter! Pipi-Counter! Ich hab den ersten Strich! Yeah! Martin hat den ersten Furz. Ah, er geht in Führung, er geht in Führung. Nichts kann er, kennt kein Pfefferminztee, aber... Ich hätte eine Idee, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so gagmäßig ist. Ja. Ja. Wir machen ein Foto am Ende. Ja. Oben vor der Bunkerdecke. Ja. Der Verlierer ja. Muss sich quasi so hinknien und der ja. Gewinner macht so einen Fuß drauf und den. Ja. Nach dem Motto, er ist der König, er da unten ist der Knecht, der hat verloren. Okay. Und dieses Foto muss der Verlierer auf Instagram in den Stories posten. Und der andere verlegen, so ein Ding. Das ja, so? Ja, das, ja, das kann man. Nach dem Motto Furzkönig. Richtig, Furzkönig von der ersten Bunker-Challenge ist. Und dann Marlin, so, der Knecht geht unten. So richtig, oder? Ja, komm. Wer es nicht verpassen will, sollte, glaube ich, Instagram-Kanäle abonnieren. Ja, weil da kommt sehr schöner Content. Du hast Bauchschmerzen. Ich habe richtig so ein bisschen gerade Bauchschmerzen. Seht ihr? Hm. Ich habe mich gefragt, tatsächlich, wie viel Durchschlagskraft hat so ein Bogen hier im Bunker. Was passiert, wenn man hier aus der Ecke einfach da drüben an die Wand schießt? Man soll den Ast doch nicht absägen, auf dem man sitzt, oder? Aber man soll auch wissen, wie viel hält der Ast aus, auf dem man sitzt. Nee, eine super Idee, Martin. Also, okay. Ja. Das gute alte Schild rausgesucht. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand verletzt. Was richtet der an, wenn du den Serien ballerst? Meinst du, der geht durch? Quatsch. Ja, nee, der steckt aber drin bestimmt, oder? Steckt der drin? Nee, super. Ist, eine Folge Armbrust versus Bogen, ohne Armbrust, nur Bogen, Bogen versus Wand. Wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht, müsst ihr jetzt drüber auf Instagram, denn nur da wird es dieses Video geben und nur da wird zu sehen sein, was wirklich passiert ist. Also, jetzt sofort hier unten eingeblendet und gucken, was passiert ist. So, jetzt komm. Mal spannend erstmal. Okay. Ich hab Angst, Alter!
Hey! Lass mal was machen! Komm mal, Military Fitness. Junge, Belastungstest, die erste! Achtung! Und los! Ja, das geht! Hey, kann man das echt? Hält das? Kann man hier noch Fitness drin machen? Ja, kann doch hier Hangelkurs machen auf 3 Sprossen. Hält das echt? Wie wir sind? Das hängt ja hier dran. Also das hier, das ist halt ultra. Ich hab's ja selber angeschaut, ich weiß, dass das... Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will auch mal. Ist schon nicht schlecht. Es ist Zeit für eine Runde Mario Kart. Achtung, Knöpfe drückte. Alter, da ist ja alles drauf. Hab ich doch gesagt. Ich geh fester. Guck mal, es ist alles dabei. Game Mode on. Also, wir haben Super Mario Kart. Da oben steht Super Mario Epic Legend on the 7th Star Super Mario World. Hä? Nee, ist nur eine Demo. Geht los schon, oder? Ist eine Demo. Geht los, oder? Bleib entspannt. Bleib auf. Ey, da hab ich so Bock drauf auf das Ding hier. Okay, warte. Ey, ist ja mega, Alter. Wiu, ist es geil. Okay, aber dann 2-Player, oder? Ey, wollen wir das hier probieren? Klar. Okay, also kann man das mit 2 spielen? Na klar. Aber ich glaube nicht gleichzeitig, sondern du musst, wenn du tot bist, bin ich dran. Ist das Super Mario World? Das ist Super Mario World. Okay. Mit Abwechseln und so quasi. Oder vielleicht, ich weiß nicht. Wir spielen C. C auf Empty. 2 Players! Freunde, jetzt geht's ab! Wir gehen rechts lang. Ja, da ist Castle. Yoshis Haus. Also mal abwechseln, okay, ich fange an. Ich bin immer so ein Typ, ich gehe immer auf Speedrun. Ja, ist ja auch so, ich bin auch so ein Typ. Schnell durch, scheiß auf die Münzen. Ja, scheiß durch. Wirklich, ne? Wir wollen ja ans Ende kommen. Ja, komm. Nee, das ist jetzt Halbzeit. Ach so. Er ist schon ein Spieler. Jawohl, Lolo. Oh, du hast jetzt falsch gemacht. Du darfst nicht drüber springen, du musst rein in den Balken. Wenn du das nicht drüber springst, kriegst du nur einen einzigen Taler. Bunker. Ein Teil ist halt eine Welt. Ja. Okay. Ey, hast du schon mal. Du gehst ja voll auf Papier. Klar. Zack, zack, okay, jetzt runter da. Oh, das sieht ja natürlich schon heftig hier, ne? Joshi! Oh nein! Nein! Eine Belastung! Oh. Ich hab ihn gerecht. Eine Belastung für Mensch und Natur. Das Ding. Leute, es ist jetzt was passiert, was so nicht geplant war. Mir fängt gerade richtig an zu sammeln, ey. Also, steckt euch hin, oder? Ja, ja, so richtig. Also wirklich jetzt, wo ich denke so. On stream. Nee, weil das kann ich nicht bringen. Boah, ich krieg gerade so ein bisschen Bauchschmerzen. Ey, machst du jetzt Stream, weil du scheißen musst? Ich muss. Ja. Geil, Alter! Ich muss Mario Karten! Leute, jetzt wird's ernst hier. Oh, Mann, du siehst nicht gut aus. Du siehst echt nicht gut aus. Ich mute jetzt. Mikrofon. Alter, das ist ultra nervig, die Scheiße, ich sag's euch. Mach den Ton aus! Was? Du sollst den Ton ausmachen! Jetzt? Okay, ja, okay, jetzt. Jetzt der Ton aus. Ich versuch jetzt mal mein Glück. Mikrofon, Mikrofon ist an. Fertig? Ja. Das ging ja ultra schnell. Hä, das war's jetzt? Ja, da kam noch nichts raus. Ja, Probelauf war okay. Also, die Übung hat stattgefunden. Ja. Aber der Torpedo wurde halt nicht abgefeuert, sag ich mal. Richtig. Wir packen jetzt die Überwachungskamera mal auf unseren Monitor, wo wir gezockt haben, um mal zu gucken, was ist da draußen eigentlich los? Ist schon ein Stein auf der Klappe oder nicht? Wir haben ein Bild. Und? Alter, krass, ne? Das ist jetzt quasi, ihr seht schon, das wird dunkel.
Es ist draußen, es krisselt auch schon so ein bisschen, klar, so Nachtsichtmodus. Natürlich. 15 Stunden, also gut 16 Stunden noch. Wir haben schon 8 Stunden rum. Krass, 8 Stunden sind um. Wahnsinn. Also ich muss sagen, dass am Anfang so die ersten 1-2 Stunden waren so, okay, jetzt die erste halbe Stunde, anderthalb Stunden. Ja. Aber dass wir jetzt 8 Stunden haben, ich finde, so, also für die letzten 4 Stunden und so, wo sind die? Ja, das war, bei mir auch, das war bei mir auch so. Als wir hier gezockt haben die ganze Zeit, das war so, bupp, weg. Ja, das und vor allem, es ist ja draußen jetzt dunkel. Das ist ja auch der Gag. Merkst du hier nicht. Das kriegen wir nicht mit. Genau, das ist ganz krass, was man jetzt nicht sieht, aber wir haben quasi auf dem Bildschirm überall jetzt drumherum und die Bunkerklappe sind halt Lichter, die sind auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Sollte sich jemand nähern im Dunkeln und denken so, ja, dunkel sieht mich ja keiner. Bullshit, die Lichter gehen alle rum. Also einmal kommt im Kreis an und ich krieg sofort ein Bild hier rein. Sofort. Meinst du, die lösen aus, wenn man hier draußen aus der Klappe rauswinkt? Das reicht schon? Nee. Das reicht nicht. Wir können es probieren. Weil das würde mich tatsächlich interessieren, wie wir hier sitzen, hier raufgucken, dieses Bild haben und draußen das Licht ausgelöst wird. Ja, das würde mich auch interessieren. Okay, Fritz wird jetzt mal den Move machen. Okay, geh du mal und guck drauf. Ich guck mal auf den Bildschirm. Ja, das finde ich jetzt auch mega spannend zu wissen, ne? Was passiert? Also noch ist nichts angegangen. Man sieht jetzt das Licht vom Bunker. Achso, sieht man das? Ja, also von der Klappe innen, das ist natürlich krass. Aber es ist nicht. Ich würde das halt gerne mal auslösen, weißt du? Da musst du ein bisschen nach rechts rausgreifen. Aber ich weiß nicht, ob deine Hand reicht. Drück das mal ein bisschen hoch. Ja, mach mal. Also wenn die Klappe hochkommt, müsste das Licht dahinter dir sofort auslösen. Jetzt an. Yo, krass. Yo. Das ist ein geiles, das ist ein starkes Bild. Das ist ein richtig starkes Bild. Ich kann mal kurz kommen. Wir müssen es ja austesten. Ja, genau. Klar. Aber deswegen, das ist genau das. Das ist geisteskrank. Oh, mega. Oder? Perfekt. Aber man hat mich auch richtig gesehen wahrscheinlich. Ja, dann, klar, natürlich. Ja. Juhu! So, hier mit Zeitstempel, das ist ziemlich geil. Du weißt ganz genau, welche Uhrzeit, bla und so weiter. Geil! Das gibt auch mir tatsächlich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, okay, wir pennen hier. Es braucht ein bisschen, bis der Mock hochkommt. Boah, das riecht ja bis hier. Stell dir mal vor, du hast Probleme, den Kanister schon festzuhalten, weil hier schon 10 Liter Urin drin sind. Es hilft kein Schütteln, es hilft kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. So, Herr Meinecke, genau. Wir gehen jetzt mal ins Lager und suchen mal das Abo aus. Licht an hier. Licht ist an. So, also ich sage ene mene mu und raus bist du, also dich nicht. Also pass auf, Kurland gehe ich komplett mit, finde ich geil. Nimm mal schon mal, finde ich geil. Eine Packung Reis brauchen wir auch. Hier, komm. Spoilerreis oder ist das ja, Spoilerreis. So als Vorspeise noch ein Bohnen? Willst du dich komplett verarschen? Ich will, dass hier gewinnt, das Ding. Was ist das? Was habe ich hier im Bunker? Hallo! Shit. Es geht rechts, Baby! Alter, das war krass. Kann ich mir einen Strich machen, oder? Noch 13 Stunden. Es ist jetzt genau 11:15. Fritz pennt schon so ein bisschen, schnubbelt schon so ein bisschen weg. Bin kurz davor, mein Bett zu bauen, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe übelst Bock auf was zu trinken, aber jetzt nicht irgendwas mit halt Wasser. Dann haben wir hier diese Pfirsiche. Wenn man jetzt diesen Pfirsichsaft nimmt, ein bisschen Wasser verdünnt oder auch einfach pur trinkt, hat man so ein bisschen was Geiles zu trinken. Ein neuer Tag, dieses Logbuch im Bunker bricht an. Oh Gott. Mali, wie hast du geschlafen? Bisschen Unterbrechung, ganz gut. Man kann es sehen, es sind noch 4 Stunden, 4 Minuten und 8 Sekunden. Bestes Schiffsgeräusch am Frühmorgen.
Na, ist aber schon hier. Da kannst du bald trainieren mit. Mit dem Pilze-Container. Oh. Oh, so ein Stück Kaula oder was? Und da ist das Ding. Oh. War wirklich eine der härtesten Nächte, die ich je hatte. Das war eine ganz knappe Geschichte. Der ist auch wirklich ganz knapp überlebt hier. Oh. Nach 22 Stunden musste ich dann doch auf Toilette vor Fritz. Ich habe echt gedacht, dass ich nach Fritz gehe, aber puh, mir geht's besser. Jetzt können wir frühstücken. Ja, ich habe Platz gemacht hier. Fritz. Oh. Ach Gott. Junge, wo habe ich den hingefasst? Oh, direkt auf meinen Penis. Sorry, kannst wieder alles hergeben. Damit ist die Einweihung des Chemieklubs auch absolviert. Nach 22 Stunden war ich auf dem Klo. Ich mache mir heute eine Deluxe-Mischung im Bunker. Okay, oder? Starren, so. Ah, piep, piep, piep. Guten Appetit. Wenn ihr Bock habt, meine Abenteuer mit zu unterstützen, nutzt den Code Survival Martin 10% für euch. Ihr spart Geld und unterstützt mich. Alles gar nichts muss. Aber was ist denn nach dem Frühstück? Weiß ich nicht, Rolle zocken oder was? Wir müssen ja die Welt retten, aus dem Bunker raus. Einer muss es ja machen, sag ich immer, ne? Welthygiene. Ist die Dusche drüben in dem Badezimmer neben dem Ankleideschrank? Ja, soll ich dir mal die Dusche geben? Ja. Willst du mal die Dusche sehen? Ja. Oh, die ist auch klein da oben. Das hier? Waschwitz. Skincare. Ja. Waschhandschuhe? Das sind Waschhandschuhe. Steckst du die Hand rein und dann kannst du dich immer schön immer abseifen. Ah, das ist echt so. Ja, ist genau dafür gedacht. Achso, du gehst gleich rüber in die normale Dusche. Das ist doch schön. Na dann, mache dich. Also, warte mal, mach mal, nee, ich hab's von da ja, oben. Hinten an der Wand. Hab ich ja eine Frage an dich. Hast du auch Wechselkleidung für deine Gäste da? Für meine Gäste nicht, aber für mich ja. Also ich habe hier drin ein frisches T-Shirt und ich habe hier einen Pulli drin. Also ich muss sagen, es lässt sich gut machen. So, weil man kennt es mit Feuchttüchern, ja, das ist scheiße, ja. Aber die gehen sofort zu so einer Wurst. So ja, ja. Was ich mich erfrage, ist, wie ist wirklich das Körpergefühl danach? Ach mal, nur eine Hälfte des Arms? Ich würde gerne mal eine Geruchsprobe nehmen. Stell dich mal hier hin. Ja. Da kann man sehen, ja? Ja. So, und du machst jetzt mal die Augen zu. Und du musst halt jetzt mal riechen und immer sagen, ist jetzt schlecht oder nicht? Boah! Was ist das für eine Frage, Alter? Okay, jetzt probieren wir mal die andere. Ja? Sagst du ja. Jetzt wie ein Arsch hin oder so, oder? Ich riech noch nichts. Ich hab Angst, dass du da irgendwas. Er hat mir echt den Arsch hingehalten. Okay, okay. Ich dachte, das macht er nicht. Doch. Hier, jetzt die Route? Ja. Ja, okay. Vielleicht mal. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich. Was ja auch so ein Thema war und oft geschrieben worden ist, dieses Thema, der Bunker ist zu klein und so weiter. Ne? Mhm. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den mittlerweile 22 Stunden nicht einmal irgend so ein beklemmendes Gefühl gehabt mit, oh, und wir gehen uns auf die Nerven, wir haben keinen Platz und kann ich mal durch. Null. Ja. Wirklich null. Ja. Dann guck mal, wir haben ja auch noch, es sind ja auch die zwei Stühle, ja. Also du kannst auch noch einen Stuhl hier hinsetzen, du kannst hier mit dem Stuhl hinsetzen. Du hast ja gestern auch noch ein bisschen gezockt. Ja. Einer liegt da drin. Also das, du hast doch genug Möglichkeiten. Es ist nicht so, du hast so eine Ecke, wo du sitzen kannst. Das Einzige, was mir zu schaffen gemacht, das war heute Morgen, das Zeitgefühl. Ja, du hast keine Umwelteinflüsse. Ja, null. Kein Licht, keine null. Geräusche, du bist halt so isoliert einfach. Du hörst keinen Vogel, du hörst keinen. Weißt du, morgens wirst du geweckt, weil du Vogel hörst, weil du draußen irgendwo pennst. Hast du hier null. Ein Zwischenfazit der Werte. Wir haben eine konstante Temperatur inzwischen von 20 Grad erreicht. Heute Nacht waren es nochmal 19 zwischenzeitlich und von 80% Luftfeuchtigkeit sind wir jetzt runter auf 78. Heute Morgen waren es sogar nur 75 und Spannungsbarometer hier, wir haben quasi, warte mal, 12,5 hatten wir, jetzt sind wir 12,4. Na, wisst ihr Bescheid, also ist krass. Wir haben außer keine Veränderung gefühlt. Ja. Ich sag mal so, mir fehlen noch genau 15,40. Ich habe aber noch 3 Minuten und 33 Sekunden, warte. Ich glaube, es wird nichts mehr. Die Bestrafung wird gleich stattfinden und dann bei mir in meinen Storys halt folgen und du wirst wahrscheinlich reposten. So.
Was genau da gleich passiert? Deshalb bei Fritz vorbei. Bah, follow. Pff, bei Martin, follow. Prima. Also Instagram meine ich. So, und jetzt? Martin, 10! 10 Sekunden! 9, 8! Ja, was auch das Ding? Warte, warte! 5, 4, 3, 2, 1, 9! So raus! Oh, was ist das, ey? Leute, ihr seht's da, es ist vollbracht. Geisteskrank! Oh! Das ist warm! Das ist richtig warm! Hochsommer, ey, Junge! Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. So, weil wir noch drüber sind, bis zum nächsten Mal. Wir beide sind sagen ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.